gestehe ich, dass ich Melina liebe. Mit Zippern und so. Yo Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Heute nehme ich euch mit nach Köln zum Bravo-Shooting. Wir haben 8.22 Uhr und in 5 Minuten kommt unser Zug. Mike Singer beim Schlafen. So, jetzt sind wir gleich in Frankfurt. Dann sieht man ein paar so Wolkenkratzer. Ich bin eigentlich voll müde. Weiß nicht warum. Und nicht mehr lange, dann sind wir in Köln. So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Studio und gleich geht's los mit dem Fotoshooting. So, ich habe mich jetzt umgezogen und so werde ich ungefähr, also man kann es schlecht sehen, hier ganz weiß, mache ich mein Shooting. So, jetzt werde ich gefilmt, geschminkt. So Leute, jetzt bin ich geschminkt, man sieht es mega, aber die hat es mega gut gemacht. Ich glaube, ich wurde noch nie so geschminkt, aber ist ja jetzt nur für dieses Shooting hier, kann es euch jetzt auch hier nochmal zeigen. So, wir gehen jetzt erstmal draußen ein bisschen shooten. So, der erste Shoot ist jetzt vorbei und jetzt gehen wir hierher. Das ist richtig, richtig cool geworden. Ich kann mal kurz fragen, kann ich kurz in die Kamera zeigen? So, jetzt hatte ich einen Outfitwechsel von weiß auf schwarz-rot. Freunde, ihr wisst es, wir sind hier gerade beim Bravo-Shooting mit dem Mike. Und der Mike hat jetzt auch so eine geile Vlogging-Kamera. Du hast, darf ich dich kurz fragen? Warte, wir müssen zum Licht drehen. Wo hast du die her? Die habe ich von Ramona geschenkt bekommen. Also aus, weil ich noch keine habe. Ah, okay, weil diese hier, die kriegt man eigentlich nirgendwo mehr, weil die so neu ist. Wirklich? Also, was heißt so neu, aber überall ausverkauft, weil wir die immer so pushen.
Also, psch, der hat die nicht. Ihr braucht euch die alle nicht kaufen. Nee, und du hattest gerade ein freshes Shooting, ne? Ja. Das sah gut aus. Zwei Outfits hattest du? Zwei? Einmal all white und einmal... schwarz-rot. Nice. Und ich komme hier wieder mit meinen drei schwarzen Outfits. Sorry. Willst du es jetzt cool auf jeden Fall auch nochmal zu Ende machen? Und deswegen ich sage, ich will jetzt auch noch ja. Auf jeden Fall weiter. Cool. Aber es ist stressig so ein bisschen zwischen Musik und Schule. Ja, also eigentlich finde ich das eher richtig cool, so immer was zu tun zu haben. Mhm. Das ist wirklich schnell langweilig. Ja. Ja? Du magst das gar nicht, einfach nur so zu Hause rumsitzen und... Ja, ich mag das gar nicht. Okay. Aber das heißt, ein Tag von dir ist schon immer voll. Du stehst für auch, gehst zur Schule und dann noch Musik oder ist es gar nicht jeden Tag noch? Ja, also meistens, wenn ich von der Schule komme, setze ich mich an mein Klavier und spiele einfach und singe oder so. Und eigentlich habe ich immer irgendwas zu tun. Mhm. Oder ich bin mit Freunden draußen oder... Cool. Ja, Leute, schaut mal, wen ich hier getroffen habe. Was geht ab, Leute? Ich bin's Leo Marcher, für die Leute, die mich nicht kennen. Und das ist Mike. Sänger. Sänger. Er ist ein Sänger und ich bin ein... Komiker, oder? Kann man so sagen, ne? Aber obwohl, ich habe auch schon mal ein bisschen Musik gemacht. Scheiße, nicht. Komm, wir spielen Wahrheit oder Pflicht. Okay. Wahrheit oder Pflicht? Pflicht. Pflicht? Oh, du bist der Pflichttyp, ich bin der Wahrheit-Typ, damit ich diese Scheiße bauen muss, weißt du? Okay, also... Du gehst jetzt, Melina wird da draußen von einem Fan interviewt, ne? Mhm. Du gehst jetzt dahin und schreist, dass du Melinas größter Fan bist. Okay. Los geht's. Okay. Und jetzt einfach hinrennen, schreien. Melina, ich bin dein größter Fan! Oh mein Gott! Oh mein Gott, was passiert hier? Ich sag dir, ich bin dein größter Fan. Was habt ihr gemacht, Alter? Weit in der Pflicht gespielt. Ach so. Ja. Das war Pflicht. Pass auf, du gehst zu Melina. Ja. Aber du musst dabei so ein bisschen zittern. Ja. Also du musst auch immer auf den Boden gucken und so. Und sagen, es ist halt blöd, das heute zu sagen. Auch weil der Fan ist gerade da ist und so. Okay. Aber du empfindest auf jeden Fall was. Und egal was dazwischen Jalina und so läuft. Und Jalina! So, wenn ihr das habt. Du wolltest das nur sagen und dann stehst du auf und warte mal, warte mal, lass mal leise. Ja, ja, mach das mach. Böse. Ja, das ist echt böse. Warte mal, das, bei dem armen kleinen Jungen zu foppen ist nicht so schlimm wie das, was ich gesagt habe. Deins ist auch schlimmer. Ich soll zittern und so, wie soll ich? Du musst so richtig auf den Boden gehen. Ja, du kannst doch so auf die Hand gehen. Wir warten, bis das Interview vorbei ist. Genau, wir warten, bis das Interview vorbei ist. Gestehe ich, dass ich Melina liebe. Mit Zittern und so. Stay tuned. Er traut sich nicht. Melina. Melina. Komm mal her, Melina. Ja, dann kann ich ja zugeben, dass ich dich auch liebe. Oh, ja. Yeah. Oh. Das hat total toll funktioniert. Ja. Wow. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Für mich war es ein mega interessanter Tag. Ich habe es selbst noch nicht gemacht, so ein Fotoshooting und so, war mega cool für mich. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da und schreibt in die Kommentare, was ihr als nächstes machen sollt. Ciao!